Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir ja leider abrupt abbrechen, weil nichts mehr ging, weil ich rausgeworfen wurde und nicht mehr reingekommen bin ins Spiel. Jetzt muss ich mal schauen, sprich mit Seria war das nächste, was wir machen sollten. Dann würde ich sagen, tun wir das doch mal direkt. Soweit ist der oder die zwar nicht entfernt, aber ich schreibe trotzdem mal hin. Was sollen wir nur tun? Pater Amel ist plötzlich verschwunden. Ein seltsamer Riss hat sich aufgetan und die Soldaten beschlossen, hindurchzugehen. Ich habe versucht, Pater Amel aufzuhalten. Ich habe ihn nur kurz aus den Augen gelassen und er ist verschwunden. Tapfere Ritterin, bitte finde Pater Amel. Das jetzt gerade mit meiner Stimme. Folge Amel, Zeuge, Zeuge. Okay, wir müssen quasi die Spur da hinten... Ja gut. Machen wir das doch mal. Okay. Tauchen die jetzt plötzlich schon aus dem Nichts auf? Er ist da lang. Dankeschön. Aha. Pater Amel? Er ist da lang. Nein, Amel. Also zumindest nenne ich ihn so. So. Ach nee, das ist nicht euer Ernst jetzt. Da muss ich jetzt ernsthaft durch? Das ist zu nervig. Ja, er ist auf dem Weg zu den Dämonen. Zu den Dämonen, okay. Also entschuldigt, wenn ich noch ein bisschen husten muss oder sonst irgendwelche Geräusche von mir gebe. Es ist immer noch nicht viel besser geworden. Das ist schlecht. Das Chaosportal soll auf der Insel des Abschieds auf der anderen Seite der Brücke liegen. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Aber nichtsdestotrotz ist Pater Amel jetzt auf dem Weg dorthin. Ritterin, würdest du vorausgehen und Pater Amel helfen? Wir folgen dir, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, muss ich wohl, ne? Das wäre dann die Insel des Abschieds, denke ich mal, da oben. Dieser neue Bereich. Oh, sind sie hier auch. Es ist so nervig. Ja, immer noch. Zu behaupten, du wärst ein Mensch, während Dämonenblut durch deine Adern fließt, klingt ein bisschen verrückt. Ist das dein wahres Ich? Nein, ich... Flüstern des Wahnsinns lauert in dir. Gib dich der Dunkelheit hin, dem Wahnsinn. Spielen wir mit meinem neuen Spielzeug. Das? Nein! Wie, der ist jetzt böse. Ja, ist ja gut. Mann. Boah, was hält der bitte alles aus? Fug, 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 fug. Nein, natürlich haut er ab. Oh, ey. Ernsthaft? Warum ist der jetzt von dem besessen? Ah!
kommt denn jetzt her? Ja, du sollst einfach nur rausspringen, aber das kriegst du nicht hin, ich weiß. Oh, beweg dich keinen Millimeter, wenn ich drücke. Echt. Ja, genau. Wo ist er? Da. Nun, das war enttäuschend. Tja, na gut. Die Samen des Chaos wurden gesät. Was wohl daraus wachsen wird? Ich... Was habe ich getan? Es tut mir leid. Heul nicht rum. Du hast hier die Schläge einkassiert, nicht ich? Was habe ich getan? Mondgöttin, mir geht es gut. Dringender ist die Nachricht, dass die verwüstende Legion einen Angriff auf Boreas Reich plant. Ja, begib dich zur Insel. Okay, was ist mit dir? Ich kann dich doch jetzt hier nicht einfach so stehen lassen. So, hier muss ich erstmal raus. Moment. Bevor ich hier rausgehe. Hier ist aber nichts, was wir irgendwie einsammeln können, oder? Muss ich natürlich... Na gut, viel ist ja nicht zum Erkunden, ob hier irgendwas sein könnte. Ja, dahinter kann ich nicht nehmen. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass hier kein Mokosamen ist. So, überbringe dem Wachmann die Nachrichten. Das machen wir doch. Oh, nee, komm. Hau ab. Geh mir nicht auf den Sack. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man so ätzende Sachen in ein MMO einbauen kann. Ich meine, so kleine Viecher, die da nicht so hundertprozentig hinterherlaufen und so, das ist noch alles in Ordnung. Aber diese riesen Viecher, die dann wahrscheinlich auch noch super viel Schaden machen. Der Hauptmann ist auf der Mauer. Der ist auf der Mauer. Okay, danke. Dann... Eigentlich müsste ich aber erstmal kurz runter. Moment. So, eine Truhe ist auch hier. Sehr schön. Hauptmann. Verwüstungsdämonen greifen Borea an? Wie töricht. Boreas Reich ist eine uneinnehmbare Festung. Selbst der Regent, möge er in der Hölle schmoren, könne uns nicht bezwingen. Ich habe bereits einige Späher ausgesandt, die nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau halten werden. Und ich bin gerade dabei, alle Ritter der Burg herbeizurufen. Du willst uns helfen? Vielen Dank dafür. Dann melde dich bei Kasan. Er ist der Hauptmann des Spätrupps. Die Zeit vergeht im Flug, nicht wahr? Mir ist, als hätten wir erst gestern Seite an Seite an der Front gekämpft. Glückwunsch zu deiner eigenen Festung, Mondgöttin. Also, was führt dich hierher? Habe ich doch schon gesagt? Ach nee, oder? Ich weiß nicht. Der König ist um mich besorgt. Oh, das ist nicht gut.
Aber es stimmt, ich verliere langsam die Hoffnung. Die Dämonen der verwüsteten Legion verschwinden nicht einfach so. Pausenlose Angriffe und es wird schwieriger und schwieriger, die Stellung zu halten. Die Soldaten sind motiviert, aber die Festung verfügt über keinerlei Mittel mehr. Es ist schrecklich. Ich helfe gern, schließlich sind wir Nachbarn. Deine Selbstlosigkeit beeindruckt mich stets. Ich danke dir. Nun, das Wichtigste sind jetzt die Heiltränke. Das stimmt. Die Lage ist ein solches Debakel, dass wir momentan keinen stetigen Nachschub an Heiltränken sicherstellen können. Das Leben unserer Soldaten hängt davon ab. Bitte hilf uns, die Heiltränke zu beschaffen. Ja, und wie und wo? Achso, da oben. Sprich mit Ritter Kasan, das müssen wir noch machen. Und unten hätten wir jetzt theoretischerweise auch noch eine Quest, die wir annehmen können. Die wahrscheinlich dann auch wieder nach oben führt. Ich bin mir nicht sicher, aber wir gehen mal hin, würde ich sagen. Vorsichtshalber. Wenn nicht, dann haben wir halt eine zu viel angenommen. Ich möchte etwas für diese vor Angst zitternden Leute tun. Sie mit etwas warmer Nahrung und mit Tee versorgen. Leider habe ich so etwas nicht auf Lager. Ich weiß aber, dass Fontaine auf der anderen Straßenseite dies anbietet. Ihm geht es sicher wie mir, oder? Wie wäre es, wenn wir ihn bitten, etwas Tee mit den Dorfbewohnern zu teilen? Muss ich am besten oben rum? Machen wir uns bereit, aufzubrechen. Mhm. Was? Ach, ich bitte dich. Er versucht doch nur, wieder ein Gutmensch zu wirken. Gerade in Zeiten wie diesen muss man Geld verdienen, um im Geschäft zu bleiben. Geh und sag Enrique, dass ich nicht die Absicht habe, so etwas zu tun. Geh doch selber. Nun, wenn du ihn so dringend brauchst, könntest du etwas Kamillentee bei mir kaufen. Hm. Braue fortgeschrittenen TP-Trank. Drum, drum, drum. Bei dem anderen. Ja, aber bei dem anderen kann ich nicht brauen, oder? Das ist ja nur einer, wo ich das kaufen kann. Regeneriere für 8 Sekunden. Überlegener Trank. Ist auch für 8 Sekunden. Also der ist nicht schlecht. Der ist, aber ich weiß jetzt nicht, Adepten. Normaler, überlegener, Adepten. Da haben wir aber auch schon 107 für. Okay. Ja. Moment, da unten war aber noch was. Doch, da steht aber was mit 4. Kaufe bei... Achso, ich soll bei ihm doch noch Kamillentee kaufen. Darf ich auch irgendwie auf Kaufen klicken? Hallo? Ah, okay. So. Jetzt können wir auch unten mit der Quest... Liefere den Tee. Wie bitte? Fontaine hat dir den Kräutertee verkauft? Was für ein Idiot. Ich wollte dir keine solchen Umstände bereiten. Tut mir leid. Es war naiv von mir, auf das Beste im Menschen zu hoffen. Ich werde dir die Kosten für die Kamille erstatten. Das ist ja nett. Dankeschön. Ich habe aus der Kamille, die du mir gebracht hast, warmen Kräutertee zubereitet. Würdest du den Tee bitte an die Dorfbewohner verteilen? Nein, da du den Tee für sie besorgt hast, verdienst du auch ihren Dank, wenn du ihn ausgibst. Okay, kein Thema. Hier, bisschen Beruhigungstee. Wer hat dir die Erlaubnis erteilt, hier Tee zu verkaufen? Wenn du im Boreas Reich Geschäfte machen willst, benötigst du zuerst eine Genehmigung vom Beamten Yamir. Das bin ich. Was? Du bist die Königsritterin, oder? Du bist ein Freund seiner Majestät. Ach du meine Güte. Bitte vergib mir meine Unverschämtheit. Du kannst hier natürlich alle Geschäfte machen, die du willst. Fühl dich wie zu Hause.
Wie bitte? Du verteilst den Tee gratis? Wie großzügig in Zeiten wie diesen. Aber jemand von deinem Format ist natürlich großzügig. Bitte suche mich in der Festung auf, wenn du irgendetwas brauchst. Ich bin der Beamte Jamir. Ich habe irgendwelche Punkte von Güte erhalten. Das ist doch schön. Braue. Wieso habe ich das mit dem Brauen die ganze Zeit drin? Das hier oben ist Kasan. Begib dich in den. Das ist klar. Also wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Ich weiß nicht, was das jetzt soll mit. Benutze die Werkbank der Festung. Ich weiß nicht, welche Festung die meinen. Keine Ahnung. Ich habe anscheinend irgendwas verpasst hier. So. Kasan. Da ist er. Du bist die Ritterin von der Burg Luterra. Du kommst gerade recht. Die Situation ist ziemlich düster. Ritter Hunior ist von seiner Mission mit der Vorhut nicht zurückgekehrt. Es hat sich ein riesiger Riss aufgetan. Und ich denke, dass seine Verspätung etwas damit zu tun haben muss. Wir haben jeglichen Kontakt zu ihm verloren. Daher ist es uns unmöglich zu sagen, ob er überhaupt noch am Leben ist. Ich kann im Augenblick meinen Posten leider nicht verlassen, um eine Suche anzuführen. Würdest du an meiner Stelle nach der Vorhut suchen? Zu den anderen Rittern, die zusammen mit Hunior und der Vorhut aufgebrochen sind, gehören Überfallanführer Gabrian, Hauptmann der Bogenschützen Azaran und der Stratege Dimur. Ich bete nur, dass sie noch am Leben sind. Wenn du sie findest, sag ihnen bitte, dass sie nur noch eine kleine Weile durchhalten müssen, bis die Verstärkung aus dem Palast eintrifft. Ja, das hört man doch gerne. Okay, ach, jetzt geht das wieder nicht mit dem Pferd. Okay. Hallöchen. Halte durch, bleib ruhig liegen. Achso, Hunios Körper ist schon ganz kalt. Wenn der Vorhut etwas zustößt, müssen Hauptmann Gabrian und Bogenschützenanführerin Azaran ihr Bestes geben. Sag ihnen, sie sollen die Stellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Machen wir. Moment, links, rechts, Portal dafür. Ach so, das ist wieder so ein Event. Das ist gar nicht meine Quest, oder? Siege das Überleben. Bestätige das Überleben. Das ist so ätzend, dass man nie seine Quest zu Ende machen kann. Ja, aber das ist hier. Bestätige das Überleben. Nein, geh raus. Oh, willst du mich jetzt veräppeln? Hab ich mich jetzt erschrocken. Wie kann man auch nichts mal kurz angucken? Oder irgendeine Quest erledigen, ohne dass hier wieder irgendwas... So, hier müssen wir auch noch hin. Aufgrund meiner Verletzung kann ich leider nicht salutieren. Kein Thema, ich übersehe das heute mal.
Königsritterin, ich möchte dir nicht respektlos gegenübertreten. Alles ging ganz schnell. Am Himmel öffnete sich ein Riss, der Boden gab nach und die Dämonen strömten förmlich heraus. Bitte teile Harok das mit, dass die Vorhut ihre Mission nicht erfüllen konnte. Okay, beziehungsweise ich muss hier wieder hoch, glaube ich. Sind auf jeden Fall keine guten Nachrichten. Unterstütze den Überfallanführer. Der ist da unten. Okay. Dann reiten wir da doch mal hin. Och, es war so klar, dass ich dann wieder so ein dämlicher Boss mitten in den Weg einstelle. Das ist so nervig. Also das Spiel an sich finde ich ja echt nicht schlecht an. Ich sag mal, ne? Aber das ist so nervig, dass man hier nicht einfach mal seine Quests machen kann. Egal, wo man hinläuft, immer sind irgendwelche bescheuerten Events und so. Verschaffen wir diesen Fallschießern eine kleine Atempause. Wir sind doch keine Schützen. Wir sind quasi unbesiegbar. Wir töten unsere Gegner, bevor sie uns überhaupt erreichen können. Puh, hahaha. Aber wir sind doch großzügig. Es sind genug Feinde zum Töten da für alle. Geh und spiel mit der Infanterie. Vielleicht kannst du ihnen auch ein oder zwei Dinge beibringen. Vielleicht sollte ich dir mal was beibringen. Unsere Überfallsoldaten werden mit den Dämonen am Boden fertig. Aber wir können nicht zulassen, dass von diesen Wachtürmen aus unsere Bogenschützen angegriffen werden. Wir müssen sie ein für alle Mal ausschalten. Wir werden jede Bedrohung für Azeran eliminieren. Ich meine, für die Bogenschützen. Besiege den Kobold, oh Gott, der verwüstenden Legion. Feuere die müde Vorhut an. Wie soll ich das denn machen? Was? Oh Gott, ich glaube, ich gehe erstmal von meinem Pferd runter. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Hallo, du sollst da rein, da durch. Wieso können die da nicht durch? Boah, ist das dein Ernst? So. Geh mir nicht auf den Sack, nimm doch die eine. Es ist eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Da muss man nur... Na gut, dann. Es ist eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Besiege den Kobold. Der müsste irgendwo dann hier sein. Ist das der hier? Hallo. Siehst du mal? Ach, ich... Ja, ich drücke wieder gewohnheitsmäßig auf die normalen Tasten, also sprich 1 bis 5. 3 von 7? Was 3 von 7? Sind das alles Kobolde? Nein, nicht das F. Ich habe eine Moko-Beere gefunden, ein Moko-Samen, auch gut. Aber das ist doch hier, oder? Boah, kannst du das mal annehmen, wenn ich hier auf Q drücke? So, Mann. So kann ich natürlich nicht aufs Pferd drauf. Okay. Ich hämmer hier die ganze Zeit auf Q und trotzdem greift der nicht ein an. Ein Schuss! Ein Dämon! Haltet die Kampflinie! Ignoriert diesen Schwachkopf! Okay, ich ignoriere dich. Was? Die Vorhut beschützt uns? Ha! Das verdient nicht mal eine Antwort. Wie du helfen kannst? Da uns bald die Pfeile ausgehen, bringe dem Bogenschützen jegliche unversehrte Pfeile. Ein Pfeil, der sein Ziel verfehlt hat, ist ein tolles Geschenk für jeden Bogenschützen.
Wenn wir dort welche begegnen, dann sag ihnen, dass wir uns um das Gebiet kümmern. Okay, da kommen wir wieder nicht rum. Sammle die... Achso, ich stand schon drauf. Sammle die Pfeile ein, die ihr Ziel verfehlt habt. 100 Stück wollt ihr mich... Boah. Lass mich raten, das kann ich jetzt wieder nicht vom Pferd aus machen. Natürlich nicht. Wie oft kann man das machen? Bringe sie zur Bogenschützin. Zerstöre die Wachtürme der Kobolde. Anscheinend habe ich da irgendwie schon einen von zerstört. Achso, der. Den müssen wir anklicken. Das war jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt zu Fuß unterwegs sind. Ich muss mal anklicken. Oh, lass mich dich doch mal anklicken, Mann. Aus dem Weg, ihr miesen Versager. Ich wollte schon Verräter sein. Dann komm! Verschaffen wir die. Nee, ich kann gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen was von der Quest Danke, machen. Danke, dass du so viele eingesammelt hast. Waren das schon 100? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Du bist auf der Suche nach Berater Dimur. Du findest ihn an der Frontlinie. Apropos, ich habe eine Weile nichts mehr von ihm gehört und mache mir langsam Sorgen. Bitte geh los und erkunde dich, ob es ihm gut geht. Ist schon gut. Todestrupp! Angriff! Schützen in Position! Gebt den Rittern Deckung! Ja, ich würde sagen, da es jetzt zur Front geht und die Aufnahme doch schon ziemlich lange dauert, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann die Quest, die wir unten als Fragezeichen sehen, in der nächsten Folge noch abholen werden. Und ja, in der nächsten Folge dann auch komplett zur Front gehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Ja.